Seid mir gegrüßt, ihr höchst fidelen, audiophilen Tontechnik-Enthusiasten. Wie letzte Woche versprochen, geht es heute um dieses wunderbare Gerät und das ist das Rode PodMic. Ich freue mich da schon eine ganze Weile drauf. Und einige von euch auch, glaube ich. Deswegen, let's get it on! Dieses Mikrofon wird euch bei eurer ersten Million um ziemlich genau 117 Euro zurückwerfen. Zumindest Stand dieses Videos. Links dafür findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und wenn ihr wirklich jedes Detail dieses Mikrofons hören wollt und seines interessanten Sounds, dann solltet ihr euch einen sehr guten Kopfhörer aufsetzen. Ich empfehle euch den Beyerdynamic DT770 Pro. Links dazu in der Videobeschreibung und zum Review natürlich jetzt hier oben in der Ecke. Das Mikrofon kommt in einer ziemlich spartanischen Verpackung, was ich sehr schätze. Das ist eine Pappschachtel mit einem Pappsleeve. Da ist auf dem Sleeve und genauso hier das Mikrofon abgebildet. Auf dem Sleeve in Farbe und hier nur noch als schematische Schwarz-Weiß-Darstellung. Natürlich gibt es auch hier wieder ein paar Informationen auf der Packung. Broadcast Quality Dynamic Capsule. In Deutsch steht hier da, noch steht auch drauf, dynamische Kapsel in Sendequalität, für Sprachanwendungen optimiert. Interner Popfilter zur Abschwächung von Explosivlauten. Explosivlauten. Okay. Robuste Ganzmetallkonstruktion und optimiert für den Einsatz mit Rodecaster Pro Mischpulten. In der Verpackung findet ihr neben dem Mikrofon nicht viel. Einerseits einen kleinen Quickstart Guide, wobei klein wörtlich zu nehmen ist. Mehr ist es nicht und es ist auch nicht sonderlich hilfreich. Das ist ein XLR-Mikrofon, wie wir das anschließen, wissen wir alle. Außerdem finden wir, wie gesagt, das Mikrofon ist ja noch drin, eine obere Abdeckung, eine untere Abdeckung und das war's. Nicht mal ein Aufkleber. Die alten Sparfüchse. Ich habe dieses Video gerade vorhin schon mal in Englisch aufgenommen, weil ich jetzt einen englischen Kanal starten will. Wenn es soweit ist, werde ich euch darüber natürlich informieren. Falls ihr Bock auf englischen Scheiß habt oder mich einfach auslachen wollt wegen meiner englischen Sprache. Und wie ich das gemacht habe, habe ich hier schon mal die Rode-Seite aufgemacht, auf der die technischen Daten stehen. Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Da steht ja fast gar nichts. Acoustic Principle, also Schallwandlerprinzip. Dynamisch, soweit klar. Dann haben wir ein Pickup Pattern, also eine Richtcharakteristik der Niere. Dann haben wir eine Frequency Response, Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz, XLR-Anschluss, Ausgangsimpedanz von 320 Ohm und minus 57 Dezibel, Phantom Power nicht benötigt, Garantieverlängerung, wenn man es registriert, auf 2 Jahre. Ein Gewicht von 937 Gramm, ja, wenn man das Ding in die Hand nimmt, merkt man das, es ist scheiße schwer. Womit wir auch schon zum nächsten Punkt kommen, der Build Quality. Mehr der technische Daten gibt es übrigens nicht von Rode. Deswegen schätzen wir sie einfach. Okay, Build Quality, das Ding ist massiv, wie ein Panzer. Da ist dickes, ich vermute mal Aluminium, irgendeine Legierung oder sowas. Es ist auf jeden Fall ultra stabil, das Ding. Knallhart, auf die Fresse, stabil, so wie es die Australier halt machen. Geil ist an dieser Halterung hier, sieht man das? Ja, sieht man. Ähnlich wie beim Shure SM7B gibt es hier diesen Bügel, wo man das Mikrofon lose schrauben kann. Und dann kann man es schwenken nach oben und unten. Völlig problemlos. Man kann das auch festgezogen lassen und es trotzdem noch schwenken, aber halt mit ein bisschen mehr Widerstand. Das heißt, das Mic bleibt dann gleich da, wo man es hinstellt. Sehr geil. Und was ich absolut geil finde, man kann es auch so drehen. Weil diese Befestigung hier oben, die verschraubt sich hier mit dem Arm und ist aber dann drehbar gelagert mit diesem Bügel. Das ist total geil, weil wenn man es an so einem Arm dran hat und mal die Position wechseln will, dann macht man das einfach mit dem Mikrofon. Kein Problem. Okay, das ist pulverbeschichtet, keine Ahnung, schwarzes Aluminium auf jeden Fall. XLR-Anschluss auf der Rückseite hier. Da ist übrigens gerade mein Fathead dran. Dazu komme ich aber gleich. Der Grill ist ebenfalls aus Metall. Wir haben einen internen Popfilter, der im Vergleich zum Vorgänger, dem Procaster, erheblich besser geworden ist. Wir erinnern uns, das Review dazu findet ihr natürlich genau da. Haben wir festgestellt, dass der interne Popfilter des Procaster Schrott ist. Der ist einfach nur, den kannst einfach vergessen, so wie er ist.
Das ist hier anders. Der hier integrierte Popfilter funktioniert tatsächlich nicht so gut wie ein externer, wie so ein Ding hier. Ne, das ist nochmal was anderes. Aber für einen internen ist das schon mal sehr gut. Ich muss gar nicht mehr so krass aufpassen, wo ich meine Plosive hinhauche. Mann, das ist so warm hier, das ist ja krass. Wo war ich? Genau, Plosive. Der integrierte Popfilter ist top. Der Anschluss hinten auch einwandfrei, stabil, auch mit so einer integrierten Feder schon drin, dass der Anschluss fest sitzt. Coole Sache. Der Stecker geht sehr leicht, angenehm leicht rein, klickt, verriegelt, passt. So stelle ich mir das vor. Und ansonsten ist das Ding, wie gesagt, stabil wie ein Panzer. Du kannst es einfach nehmen, in deine Kameratasche schmeißen, bläm, und dann gehst du auf Reise mit dem Ding und packst es in Australien wieder aus und benutzt es. Auf der Build-Quality-Skala haben wir schon mal volle Punktzahl erreicht. Einwandfrei, so geht das. Shit. So klingt das Mikrofon aus ziemlich genau einem Meter Entfernung. Das ist der Sound des Rode PodMics. So klingt das Rode PodMic in der schalltoten Kammer aus circa einem halben Meter Abstand. Aus circa 30 cm klingt das PodMic genau so, würde ich sagen. Und wir kommen langsam in den Bereich, wo das Mikrofon geil klingt. Aus ca. 20 cm Entfernung ist das der Sound, den wir vom Rode PodMic erwarten dürfen. Aus ca. 10 cm Entfernung, wir kommen langsam in den Proximity-Bereich, ist das der Sound, den wir vom PodMic erwarten können. Und wir hören auch schon den Popfilter. Das ist das PodMic aus 0 cm Entfernung. Knutschabstand. Wenn wir schon dabei sind, packen wir auch gleich noch schnell die Tastatur aus und induzieren mal ein paar Gaming-Geräusche. Das sind WASD und D-Tasten und auch ein paar Klickgeräusche mit der Maus, weil, ups, ich muss ja auch gleichzeitig tippen, ist ja logisch, und klicken meine ich und Leute abknallen. Optimiert klingt das in etwa so, ich mache den Pegel etwas leiser, gehe wesentlich näher an das Mikrofon, da muss man dann hinterher natürlich mit einem Equalizer noch den Bass ein bisschen rausholen. Aber jetzt klingt das in etwa so. Das sind meine Tippgeräusche und Klickgeräusche, ebenso wie vorhin, nur diesmal mit einer anderen Mikrofonposition. Man sieht, das macht einiges aus. Und so hört sich das Rode PodMic an, wenn wir es außerhalb der schalltoten Kammer betreiben. Das heißt, in einem relativ unbehandelten Raum mit Raumhall. Also ich würde sagen, ich habe hier in etwa Wohnzimmerakustik zurzeit. So hört sich das an. So, und um das Ganze jetzt nochmal mit der Tastatur zu testen, weil wir ja sonst nichts anderes zu tun haben, das ist die mechanische Rubber Dome Gaming Tastatur und so viel kommt davon in das Mikrofon, wenn relativ schlechter Abstand, ca. 30 cm zur Tastatur gegeben sind. Und das ist die videotechnisch etwas suboptimale Aufstellung mit dem Balken direkt in der Fresse, aber dafür ist das Mikrofon jetzt ca. 40 cm von der Tastatur entfernt. Und das sind die Tippgeräusche, die durch die Aufnahme in das Mikrofon kommen. Oder so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist das Mikrofon ca. 30 cm von der Tastatur entfernt. Ein bisschen mehr als so. Und das sind die Tipp- und Klickgeräusche, wenn die Tastatur direkt hinter dem Mikrofon steht. Kann man daran erkennen, dass das Kabel Richtung Tastatur zeigt. So gut mir das Mic auch gefällt, es gibt auch noch ein kleines Nachteilchen, auf das mich auch schon einer meiner Zuschauer hingewiesen hat, was ich auch selber erfahren musste. Wenn ich jetzt den Tisch berühre, da ist ja so ein Stoff drauf, wie hier so, das gleiche Zeug, es ist im Prinzip ein Teppichboden, wisst ihr ja. Selbst wenn ich jetzt nur mit meiner Hand über den Teppichboden fahre, kann man das durch den Arm im Mikrofon hören. Hört mal hin. Das ist furchtbar. Viel schlimmer wird es, wenn ich das Ding berühre. Am Mikrofon selber geht es noch. Aber am Arm sind nur ganz leichte Berührungen. Man kann das Ding jetzt hier auch nicht wirklich in eine Spinne schrauben, wie ein normales Kondensatormikrofon zum Beispiel. Deswegen muss man andere Vorkehrungen treffen. Man muss das Mic irgendwo befestigen, wo man es auf keinen Fall berühren kann. Stichwort Galgenstativ. Ja, jetzt wisst ihr das auch. Der Popfilter ist noch nicht ganz up to the task, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit dem Shure SM7B vergleiche, wo du diesen monströsen Riesenpopfilter hast, aber das ist ja auch ein externer und beim Rode ist es ein interner, da hast halt nun mal nicht so viel Platz, das ist klar. Dafür ist er schon mal recht gut, aber er ist noch nicht ganz perfekt. Also wenn man wirklich höchst professionelle Radioqualität haben möchte, dann würde ich empfehlen, hier noch einen echten Popfilter zu benutzen, weil dann kriegst deine Poplaute komplett aus der Aufnahme. Puh.
Plosive. Das Mikrofon ist dynamisch und hat entsprechend typisch einen relativ geringen Ausgangspegel. Das bedeutet, wir müssen ein Interface oder ein Mischpult anschließen, das mit ordentlich Gain aufwarten kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Motu M4 angeschlossen, das hat ca. 60 dB Gain. Und dennoch, wie ihr seht, habe ich noch den Fathead dran. Bräuchte ich nicht unbedingt, habe ich verglichen. Man muss halt das Interface relativ weit aufdrehen, so 80-85% ungefähr. Und mit dem Fathead kann ich es auf 55% lassen. Das Grundrauschen ist mit und ohne Fathead ziemlich genau gleich. Wahrscheinlich hört ihr auch meinen Monitor. Das ist das Grundrauschen des Mics. Die Nierencharakteristik dieses Mikrofons hört sich von vorne ziemlich genau so an. Und jetzt Swivel Mount. Von der Seite klingt das Mikrofon ziemlich genau so. Und wenn ich es drehe auf die andere Seite, dann klingt das in etwa genau so. Der Sound ist natürlich wie immer unbearbeitet, ist ja klar. Und gefällt mir besonders in den Höhen verdammt gut, weil es ist für ein dynamisches Mikrofon sehr detailliert, aber nicht übertrieben detailliert. Also es ist nicht analytisch oder wird auch nicht aufdringlich in den Ohren. Dafür ist es, ich würde fast sagen, seidig weich, ne? Und hat ein ganz angenehmes, natürliches Klangbild, finde ich. Der Mittentonbereich ist sauber und aufgeräumt, zu keiner Zeit irgendwie aufdringlich, künstlich, blechern oder sonst was. Und der Bassbereich ist auch sauber, clean, nicht matschig, nicht brummelig oder sonst irgendwas, sondern klingt einfach nur so, wie ich mir das vorstelle. Für 117 Euro, was wir vorhin gesagt haben, ist es, glaube ich, ja wahrscheinlich mit das beste dynamische Mikrofon, das man aktuell kaufen kann. Rode hat hier echt einen sauber geilen Job gemacht. Falls ihr das Mikrofon kaufen wollt, gibt es, wenn ich es noch nicht erwähnt habe, Links in der Videobeschreibung, direkt neben dem CPSSL. Eh klar, ihr wisst schon, einfach den Link öffnen, im Browser als Lesezeichen speichern und immer wenn ihr zu Amazon wollt, über diesen Link gehen. Dadurch wird jeder von euren Käufen meinem Affiliate-Konto zugerechnet und ich bekomme eine Provision. Das kostet euch keinen Cent extra und macht Videos wie das hier möglich. Geiler Scheiß. Was kann ich noch groß über das Mikrofon sagen? Nix. Ihr wisst auf jeden Fall nun Bescheid über das Rode PodMic. Und wie es sich anhört und wie es aussieht und so. Ich gehe jetzt B-Roll filmen und wir sehen uns beim nächsten Video nächste Woche. Da stelle ich euch wahrscheinlich einen Lautsprecher vor. Mal sehen. Bis dahin, macht's gut, bleibt cremig. Wir sehen uns und ciao. Neulich einen Kommentar gelesen. Da ging es um den Kopfhörer, hat einer geschrieben, oh, so wenig Aufrufe, blibla, keine Ahnung, voll schade, danke dafür. Hat ein anderer drunter geschrieben, naja, ist ja klar, weil er ist halt nicht Englisch, ne? Und da hat er gar nicht so Unrecht. Wenn ich diese Landkarte bei YouTube anschaue, wo meine Videos ankommen, dann ist das nur so ein kleiner Teil in Deutschland, ein bisschen Österreich, maximal noch in der Schweiz. Und ich glaube, einer sitzt noch irgendwo in Asien, ne? Ich glaube, du weißt, von wem ich rede, ne? Mister. Auf jeden Fall versuche ich jetzt mein Glück auch mal auf Englisch. Mal schauen. Vielleicht geht da ja was vorwärts und ich kann bald meinen Job hinschmeißen. Wer weiß. Okay. Bis nächste Woche. Macht's gut.